Der Aston Martin AMR 24. Ja, am Montagmorgen war es dann endlich soweit. Wir bekamen endlich eines der Top-Teams zu sehen. Denn Aston Martin war ja letzte Season ein Auto, das richtig für Überraschungen da war. Und ich hoffe auch, dass man diese Season wieder zurückkommen kann. Abonniert gern kostenlos den Channel. Wir blicken auf alles und wir gehen auf jede Einzelheit ein. Fangen wir gleich mal direkt mit den 1-Minuten-Trailer an, denn den gab das Team direkt bekannt und wir gucken uns das Ganze einmal an und da werden wir auch schon ein paar Blicke sehen. Silverstone natürlich, man ist nur ein paar Kilometer entfernt und ist auch klar, oh mein Gott, ist das gut gemacht mit diesen Grün. Und wir werden natürlich auf alle Einzelheiten eingehen, aber jetzt mal hier zum Video. Es ist sehr schön, muss ich sagen, cool gemacht, aber das, glaube ich, kann jedes Team und hier kann man sich leider noch nicht viel vorstellen. Aston Martin. Wow. Aber Mann, wir wollen das Auto sehen. Wir wollen das Auto sehen. Ja, ist auf jeden Fall viel, viel drumherum. Ja, jetzt sehen wir es endlich. Die 18. Ich finde es ein bisschen traurig, dass immer noch teilweise... ja, Strolli bevorzugt wird, obwohl eigentlich Alonso derjenige ist, der da die meisten Brötchen bekommen hat. Schaut gut aus, ist auch sehr sexy geworden, doch ich hätte da schon gern hinten wenigstens die 14 gehabt, weil Alonso hat einen riesen Beitrag dazu, ja, gebracht. Schaut unfassbar gut aus und wir gehen direkt auf die Einzelheiten ein. Was soll ich euch sagen, dieses Auto, es war letztes Jahr schon Hyper Focus und ja, das ist gut, das ist sehr gut. Wir gehen aufs erste Bild heute ein und was soll ich euch sagen? Wow, dieses Auto hat sich kaum verändert im Vergleich zum Vorher. Wir werden uns dann auch noch die Vergleichsbilder angucken. Aber mir gefällt dieses Auto so extrem. Es ist so schön. Man hat auch vorne wenig, warum ist da keine Zahl? Ach so, das sind Renderings. Man hat da nicht mal noch die Zahlen drauf. Das finde ich interessant auf jeden Fall, dass da keine Zahlen drauf sind. Aber ist egal. Ist echt egal. Man hat mit Boss und so weiter, natürlich weiß ich nicht genau, ob das 1 zu 1 bleiben wird, aber ehrlich gesagt, diese neongelben Akzente, unfassbar. Unfassbar genial, gefällt mir sehr gut von vorne. Wow, auch die Nase ist leider wieder viel Carbon, doch innen steht's, weil man eben diese grünen Akzente dennoch hat. Man hat aber auch natürlich die Carbon-Sachen. Ja, die Luftanlässe sind sehr top geworden, aber die Nase, fällt mir auf, hat eine neue Form bekommen, also die ist ein bisschen flacher gedrückt, geht auch ein bisschen mehr rein. Ja, ist okay, das Design an sich sehr, sehr toll, wirklich, also auch dieser gelbe Strich geht bis hinten, auch das lockert so ein bisschen dieses stramme grüne Carbon-Teil auf, bei innen gefällt es mir. Die haben dieses Carbon mit eingebaut, was mir persönlich echt gut gefällt. Und auch da fällt das Carbon nicht stark auf. Es ist einfach nur top. Mir gefällt das Auto extrem gut von dieser Obensicht. Kannst du dir noch mehr vorstellen? Ja, diese Motorluftanlässe sind sehr klein. Also die werden, denke ich mal, ein bisschen größer werden noch. Oben neben dem Monocoque diese ja, Luftlöcher hier, wo man... ja, diese Seitenteile drauf hat, finde ich auch. Die haben auch so ein mattes Carbon. Finde ich interessant. Das habe ich noch nicht bei vielen gesehen. Also die sind eher so matt, sieht das aus, oder? Oder ist das vielleicht weißlich? Ich weiß nicht. Also sehr interessant. Da haben wir noch einen Clip dazu. Und ja, wie sie rausfahren, schaut gut aus. Wirklich sehr, sehr schön. Man hat vieles während dem Shakedown in Silverstone aufgenommen. Also wo man die paar Runden auch wegen Filmzwecke benutzt hat. Und da haben wir Fernando Alonso in seinem Rennanzug. Und ehrlich gesagt, wir müssen uns das noch im Vergleich angucken. Aber es sieht mir so aus, als ob es nicht der gleiche Grünton wäre. Man hat immer dieses Racing British Green. Green und ja, auch Lance Stroll hat sich den Bart rasiert, passt ihn, weiß ich nicht, besser. Ich hoffe natürlich, dass seine Leistungen diese Season endlich wieder ein bisschen besser werden, aber sonst, ja, da haben wir jetzt direkt den direkten Vergleich und letzte Season war er glänzender und ich glaube auch ein Teil heller, oder? Ich weiß nicht, ist das die gleiche Grün? Oben schaut es viel dünkler aus. Unten schaut es mir so aus, als ob da viel, viel weißer... Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur am Bild an sich liegt. Bin mir da tatsächlich unsicher, aber muss sagen, mit Aramco, ja, hat man jetzt, haben die Conny Giazza nicht mehr dabei? Haben die das Conny Giazza? Doch. Conny Zacca oder wie das heißt, keine Ahnung. Es heißt Conny Zant oder Cognizant oder so, ja. Ja, von der Seite, was soll ich euch sagen? Vom Design her ist man sehr gleich geblieben, aber du kannst mir sagen, was du willst. Die haben den Grünton leicht geändert. Oben ist viel mehr grüner, unten ist viel mehr blau dabei. All in all gefällt mir der neue Wagen wesentlich besser. Also wirklich, man ist diesmal wirklich grün und auch vom Design her hat man jetzt nicht gerade die Abbänder gebrochen, also nicht gerade Regeln gebrochen. Ja, Boss ist vorn weg, die sind ja zu den Visa Cash Apps gegangen. Boss hat man verloren, deswegen am Frontflügel steht da jetzt gar nichts mehr. An diesen Seitenteilen steht gar nichts mehr. Das finde ich sehr interessant. Dafür hat man ja diesen Schmierölhersteller, der ein bisschen Farbe noch reinbringt mit dem rot-blauen Logo. Und sonst, ja, dieser gelbe Streifen auch da hinten beim Motor, der macht das irgendwie. Der reißt das irgendwie komplett raus. No front oder so. Ich mag das extrem. Und dann hier die Frontansicht. Die Nase, die hat da mehr Volumen bekommen beim diesjährigen Auto, geht aber auch vorne ein bisschen enger zusammen. Ich glaube auch da, dass man sich eher in Richtung Red Bull orientiert hat. Aramco jetzt mit den typischen Farben am Heckspoiler, muss nicht, ist aber, ja, was soll ich sagen, auch beim letztjährigen Auto hatte man keine Zahlen drauf. Ja, die britische Flagge ist auch noch drauf. Aber das Aston Martin Logo ist moderner und was soll ich euch sagen, dieses Grün, was wir da vorne auf der Nase haben, viel besser. Es ist viel besser als dieses Türkisgrün vom letzten Jahr. Also diese Farbe gefällt mir eindeutig besser. Auch die Hinterperspektive, ja, Aramco ist weg, ist jetzt verschwunden. Da haben wir jetzt dieses Valvoline, das ist ja dieser Schmierölhersteller, den man eh schon seit Jahren hat, aber eben seit letztem Jahr hat man auch die richtigen Logos auf dem Auto drauf. Habe ich auch auf TikTok gesagt. Könnt ihr gern vorbeischauen, auch gerne ein Abo dalassen. Und ja, Filipe Drugovic wurde auch natürlich wieder als Reservefahrer bestätigt. Ich hoffe auch, dass der Junge irgendwann mal in der Formel 1 seinen Platz finden wird. Er ist wirklich schon 2 Jahre, sitzt er schon auf der Ersatzbank. Und ja, was soll ich sagen? Das war's dann leider schon, was uns Aston Martin gegeben hat. Meiner Meinung nach ein Top-Auto. Ich gebe dem Auto tatsächlich eine 7,5 von 10. Es ist wirklich ein 1A gelungenes Auto. Gefällt mir gut. Der neue Farbton viel besser. Was sagt ihr zum Auto? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. IT-Gaming Instagram und natürlich auch gerne jetzt-Hobby auf TikTok. Vielen, vielen Dank und bis morgen oder später, denn es wird auch noch ein MyTeam-Rennen später kommen oder vorhin kommen, weiß ich noch nicht. Also es wird auf jeden Fall auch ein MyTeam-Rennen. Also bleibt aktiv, abonniert gerne kostenlos. Bis zum nächsten Mal und ciao.